Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Trine von Frozen Byte. Ja, und zwar nicht nur eins, und zwar habe ich mir vorgenommen, die ganze Trilogie zu spielen. So, und dafür müssen wir uns natürlich erstmal den ersten Teil setzen, wie es aussieht. Ja, ich spiele dieses Spiel 100% blind. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man halt zwischen verschiedenen Charaktere hin und her switcht. Also zwischen Archer, Tank und Magier. Und mehr weiß ich im Spiel gar nicht. Ich habe schon ein bisschen hier rumexperimentiert, ein bisschen hier in dem Startmenü ein bisschen rumgespielt. Ich kann Pfeile schießen, also aufladen und schießen. Wenn ich da oben zum Beispiel dreimal gegen die Kisten da oben schieße, fallen sie runter. Okay, einmal reicht wohl, wie es aussieht. Da kann man noch andere Sachen runterschießen, zum Beispiel da oben die Lampe, wenn ich treffen kann von hier. Das darf ich nochmal treffen. So. Und noch ein drittes Mal vielleicht. Ah, ne. Gut, ich weiß noch nicht, wann ich die Lampe treffen sollte. Gut, vielleicht muss ich auch einfach das Kabel ganz oben abschießen, was da ganz oben dran ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall kann man hier einiges machen. Ich kann springen und laufen und Pfeile schießen, mehr weiß ich nicht. Ich würde einfach sagen, ohne viel Vorschrift zu sagen, fangen wir einfach mit dem Spiel mal an. Ich werde den Einzelspieler-Modus machen, weil ich vor Ort keine Person habe. Man kann hier nur vor Ort das machen. Normal ist empfehlen sie für neue Spieler. Auf jeden Fall normal. Hardcore-Modus aus. Spielstart, diese Einstellung kann im Laufe des Spiels geändert werden. Okay. Dann sollte man das, vielleicht passen wir es auch an, wenn es zu leicht ist. Und wenn es anspruchsvoll ist, lassen wir es so. Genau. Ja. Kann man starten. Gut, sehr schön. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich. Und es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. So, sehr schön. Und zwar wusste ich jetzt gerade nicht, ob ich weiter drücken sollte oder nicht, ob es überspringt. Ich werde es auf jeden Fall hören. So, das sind unsere drei Helden, die wir gleich spielen können. Wahrscheinlich jetzt am Anfang an, vielleicht noch nicht alle. Keine Ahnung. Falls die Soundeinstellungen noch nicht so perfekt sind, werde ich das nach der ersten Folge korrigieren. Und ja, ich muss sagen, start jetzt. Das hier wird auch kein Standardprojekt, einfach, dass er jeden Tag kommt, weil ich habe nur das jetzt angefangen, schon mal im Voraus, ein bisschen früher als erwartet, weil ich das Gefühl hatte, dass die momentanen drei Projekte ja sehr lang sind und daher sehr eintönig sind. Und ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass ich zwischendurch mal eine Folge von hochlade. Und das hier wird dann die Rolle von Deponia übernehmen, wenn es zu Ende ist. Aber fangen wir erstmal an. Ja, sind wir ein Archer. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Aha. Also ich kann hier rüber schießen, okay. Ich kann auch springen. Ja. Dort was ist? Außer der Tod? Okay, dort ist einfach nur eine Brücke. Ist ein schöner Anfang auf jeden Fall, dass sie uns nicht gleich hier umbringen, weil wir es nicht schaffen. Okay. Ist auch eine Brücke? Ja. Ah, ich kann es da runter schießen. Warte, Momentchen. Bewegt sie auf jeden Fall. Ja. Langsam, aber sicher. Ich kann auch einfach da rechts rüber springen, oder? Aber ich will gucken, ob es auch so geht. Ja. Sehr schön, es geht also auch so. Gut. Nutze die Enterhaken. Rechte Maustaste. Achso, das wusste ich noch gar nicht. Cool. Komme ich da ran?
Nein, da bin ich nicht zufrieden mit. Ich möchte unbedingt das haben. Also, wenn das lässt man los. Okay, dann können wir schwingen. Sehr schön. 53. 40 Spieler können dem Spiel beitreten, indem sie auf ihrem Computer Start drücken. Ja, das Problem ist nur, ich habe niemanden in der Umgebung, der das mitspielen wollen könnte, wollen müsste. Ab dem zweiten Teil ist es anders. Da kann man es auch online zusammenspielen. Da will ich noch jemanden einladen, damit wir uns zu zweit spielen. Aber den ersten Teil spielen wir erstmal alleine durch. Oh, die Tür geht zu. Mist. Ist ja irgendwo ein Secret vielleicht? Ist da oben ein Secret? Wahrscheinlich nicht. Ah! Holla. Komm ich da einfach ganz gleich durch? Wahrscheinlich muss ich mit dem Enterhaken drüber schwingen, oder? Nicht so vielleicht, aber ich muss wahrscheinlich... Darüber, ja, genau. Ich bin schon, was das Spiel von mir so ein bisschen abverlangt. Ich freue mich, was zu spielen. Oh. Huch, da habe ich aus Versehen schon was aktiviert, was ich noch gar nicht aktivieren wollte. Komme ich da hoch? Kann man was kaputt machen? Das ist eine gute Frage eigentlich. Oder habe ich jetzt gerade irgendwas kaputt gemacht? Ach, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Kann ich vielleicht das Teil unter einem Wand schieben? Auf jeden Fall habe ich irgendwas weggeschossen. Okay. Ich versuche auf jeden Fall so viel wie möglich zu bekommen. Ist halt für mich nicht bekannt. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Okay. Ich will halt nicht so weit laufen, nicht dass denn irgendwelche Sequenzen übersprungen werden. Okay. Ich weiß halt nicht, was ich anschließen kann und was nicht, deswegen... Ich habe ihn. Geht das wahrscheinlich schon das Tutorial. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Okay. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Er hatte die Sterne... In dem Moment, als natürlich war das eine Lüge. Interessant. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Er fällt in Tod. Ich wollte wissen, ob da was ist und ich wollte mal wissen, wie sie reagiert dann. Okay, da haben wir so einen ersten Tod schon gehabt. Was mache ich jetzt damit? Aha, ich kann also Würfel erzeugen. Oh, das kann wahrscheinlich ziemlich viele mechanische da freischalten. Wie lange muss ich es gedrückt halten? Okay, ich kann also, wenn ich drauf drücke. Nee, ich drücke drauf. Mhm. Oh, ich habe mich selber getroffen. Man braucht auch Mana, wie ich gerade sehe, da oben. Ist nicht gut. Ah, und Rechtsklick habe ich nicht. Okay. So. Bewege den Mausknopf auf ein Objekt. Ja. So, ich schaffe das da, ja. Rechte Maustaste. Ach so, jetzt kann ich Sachen bewegen. Oh. Jetzt soll ich mich nicht auf meinen Kopf fallen lassen. Also kann ich sie hiermit bewegen? Und mit dem linken Maus, das kann ich sie ja schaffen. Da oben, oh, da muss ich hoch oben. Mist. Kann ich sie hochheben? Ja, oh, nicht umwerfen. Ganz vorsichtig. Nein! Was machst du denn da, Würfel? Fahr nach rechts! Danke. Nein! Ich muss das ganz positiv machen. Habe ich eigentlich viel Mana? Wahrscheinlich im Tutorial habe ich noch ein bisschen mehr. Das könnte am schwierigsten werden mit dem Zauberer. Weil Archer hat ja unbegrenzte Ressourcen, das ist ja wirklich relativ cool. Ah, Mana Potion. Aufgenommen, ich muss ja nicht mehr verwenden, das ist natürlich nice. Was ist da unten?
Nur eine Lampe, oder? Oder ist da noch irgendwas anderes hier unten? Ach, da oben da geht's weiter und oben ist noch ein Trank. Okay. Nicht wegschieben. Okay, auf jeden Fall eine schöne Mechanik bis jetzt. Relativ simpel gehalten und trotzdem abwechslungsreich, weil wir zwischen Charakteren auch immer hin und her switchen müssen. 7 von 50. Ich bin gespannt, ob wir alle 50 vielleicht hier im ersten Kapitel bekommen, falls es nicht insgesamt 50 gibt, was ich... Was? Okay, heben wir es halt weg da. Nicht auf uns drauf. Ach, Glück gehabt, es ist auseinander gefallen. Ich dachte gerade schon, wir sind zerquetscht. Warum hier lieber die Türen zu? Okay, ich muss einen erschaffen. Zeichnen ein Quadrat. Ach, ich muss ein Quadrat zeichnen. Sag das doch. Jetzt ergibt es doch Sinn. Wo ist ein Maßband aufgenommen? Ich glaube, die wird automatisch aufgefüllt. Ich glaube nicht, dass wir ein Inventar haben dafür. Oder? Nee, okay, kriege ich automatisch, also nur Matrix aufnehmen, wenn ich es wirklich brauche. Kann ich noch einen oben drauf zeichnen? Wahrscheinlich nicht. Ah, okay, ich verstehe schon. Dann muss ich hier ein neues Quadrat zeichnen. Ah, ich komme da schon rauf. Ich dachte, ich bin zu niedrig. Ah, die können sich festhalten, hochklettern. Da komme ich auch hoch wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Läuft bis jetzt ganz gut. Ich glaube, es gibt immer nur geben gleich viele. Wie mache ich die Tür denn auf? Habe ich irgendwas übersehen? Ah, ich bin doof. Kann ich jetzt hier weg? Oder muss ich irgendwas holen? Nö, ich kann einfach durch. Okay, ich dachte, ich muss einfach einen zweiten Würfel besorgen. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Okay, warum sind die alle entweder beim selben Schatz oder beim ähnlich aussehenden? Huch. Hallo. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Na, die dritte Person? Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Cool. Er ist sehr flexibel. Seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Okay. Okay, auf jeden Fall ist er sehr flexibel, kann zuhauen, kann blocken. Ich blocke mal dahin, wo ich hinzeige. Könnte also ein relativ kompliziertes Spiel nachher werden. Wirklich, wenn wir die ganzen Sachen betrachten. Ah, dort ist noch was. Ach, das macht sogar oben den Weg frei. Das ist ja praktisch, was ich als Ausprobierer rausfinde, per Zufall. Erstmal das da. Fall ich runter? Nö. Komm ich da durch? Nee. Okay. Ich kann also nicht alles zerschlagen. Aha. Okay, einer fehlt aber noch. Wie komme ich denn da oben ran? Einfach hochspringen? Okay. Oder muss habe ich irgendwas jetzt schon falsch gemacht? Komme ich da ran? Das könnte man schaffen, glaube ich. Kann ich das kaputt machen da oben vielleicht oder irgendwie sowas? Okay, auf jeden Fall kann man dagegen schlagen. Leicht verwirrt, wenn man da rankommen soll. Kann ich irgendwie irgendwo gegenspringen?
Der ist doch kaputt da oben, weil sich das Schwert wieder anzeigen? Oder habe ich gerade irgendwas verpasst? Sieht nicht kaputt auf jeden Fall. Vielleicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt wirklich was verpasst habe. Ah, doch nicht. Ah, manche mal. Irgendwie konnte ich gerade eben höher springen. Ha. Habe ich das gerade eben ein bisschen verbaut? Man muss doch da irgendwo hochkommen können. Oder. Ah. Ich mach's mir auch unnötig schwer. Okay, weiter geht's. Ah. Ah, sehr schön. Einfach blocken. Ah, ich sehe schon. Allzu weit. Das sieht gut aus. Ja. Sehr schön, Errungenschaft freigeschaltet. Akademie Master. Habe ich alle in der Akademie gefunden? Das war natürlich nice. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Außer ein Zauberer und ein Dieb. Juhu, Errungenschaft. Astral Introduction. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Sehr schön. Gut, also ist das der Gegenstand, auf den wir jetzt gefunden haben, das Trine. Gut zu wissen. Würde aber erstmal sagen, das hier reicht erstmal als Einleitungspart. Ich möchte den ganzen Zaun so ein bisschen weiter abpassen und ja, passt eigentlich ganz gut, wollte ich gerade sagen. Ich weiß noch nicht, wie man hier so speichern kann. Kann man hier mittendrin speichern? Ich kann hier auf jeden Fall nicht ins Menü gehen, vor diesem hier. Okay. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, weil das heißt Let's Play Trine. Und ab. Ach, das ist ja wieder die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.